Was das hier alles so? Fleisch, Bohnenkronkorken. Oh! Blutpaket, Kuchenform. Ja, können wir Kuchen backen, Leute. Okay, da komme ich nicht hoch, verdammt. Okay. Zigarettenkisten, ne, brauche ich nicht. Tätowieren brauche ich auch nicht. Kronkorken brauche ich, die brauche ich immer. Okay. Damit hätten wir auch diese kleine Gegend erforscht. Naja, das ist jetzt ne, erforscht. Ich habe nur einen kleinen Teil. Scheiße, was war das? Komm Oh. schon her, du Wichser! Alten Drecksack, du. Dass die mal alle so assi sind, ey. Kann man auch eigentlich normal klären, aber die. Ja, die wollen das ja nicht anders. Okay. Ist hier noch irgendwo einer? Nimm das, du Drecksack. Und in den Kopf kommen. Jawohl, nice, schön. So muss das sein. Sehr schön. Das muss richtig spielen. Das muss klatschen, muss das, ey. Kaliber, bla bla, ja. Gut. Eichhörnchen am Schwarzer mit Tier, ey. Aber ist egal, den nehmen wir mal. Den werde ich jetzt auch direkt essen. Denn meine brauchen ein bisschen Futter. Eichhörnchen am Stiel. Jägerin am Stiel. Ach, die hält sich nur so. Im normalen Modus. Ach, guck mal, ja, kann ich. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, andersrum. Nein? Aber nicht dazwischen? Ja. Richtig. Molotow-Cocktail, Splitter und ach, dann nehmen wir doch alles mit. Das hört sich doch richtig schön an. Es sah wie Weihnachten ist das hier. Oh, ein bisschen Blut, aber naja. Wow. Alter Schwede, ey. Was für Fallen hier sind, ey. Ach, da unten, ey. Habe ich gar nicht gesehen. U-Bahn-Marke. Ich glaube, die sind für irgendwas sind die auf jeden Fall gut, die Dinger. Kann mir einer erzählen, was er will. Da kann er mit mir diskutieren, bis er grün und blau wird. Ist mir völlig wurscht. Eine Milchflasche ist sehr interessant. Oh, Milchflasche. Oh. Haarklammern. Haarklammern nehme ich auch natürlich immer mit. Die wiegen erstens nichts und zweitens kann man damit sehr schön. Genau. Alles, ne, öffnen. Was ist das denn? Bunsen-Stativ? Nehme ich einfach mal mit. Ich weiß das jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Was ist, ach, guck mal, da liegt noch einer. Total versteckt hier, ey. Nehmen wir jetzt einen kleinen Aktenkoffer. Das Akten ist ja kein Aktenreisekoffer. What? Du hässliches Vieh! Wow. Legendärer, irgendwas legendär. Und in das. Und nochmal, komm. Boah. Scheiße, da haben wir eine Wache verloren, ey. Fuck. Was ist das denn? Reduziert den Schaden beim
beim Blocken oder Sprinten um 15. Lol. Alter. Cool, ey. Das finde ich richtig geil gemacht, dass da auch wirklich so, so seltene Unterhaltsband. Ach, hat. Nee, ich gebe hin. Ich tu die Kette, aber obwohl die Kette sieht irgendwie lustiger aus. Ich lass den. Tut mir leid. Hey. Handeln, ja, guck mal her. Miniaturbombe, Miniatur. Hundehalsband. Da ist er doch. Da sieht doch viel schöner aus. Ich will aber gerne für meinen Hund so ein, hier sagt mal schnell, so ein Halstuch. Wie läuft's so, Paul? Okay, der ist stumm. Wow. Was geht denn, was ist denn hier abgegangen, ey? Alter Schwede, ey. Sieht aber irgendwie ein bisschen pervers aus. What? Ich freue mich jetzt gerade, wenn er da anknurrt. Was ist das denn? Ach, ein Wein. Ey, ein Wein, da kann man einen saufen. Okay. Ich glaube, der hat einfach nur ein bisschen Durchfall. Von links fallen Schüsse. Ich lasse die mal in Ruhe. Ach ja, die Olle, die ist weg, sehe ich gerade, ne? Da wurde aber auch Zeit, ey. Die geht mir ein bisschen auf den Pimpanel, ne? Was habe ich jetzt eigentlich hier noch so zum Essen? Einen Maulwurf haben. Gut. Aber ich will auch halt nicht immer so meine ganze, meine ganzen Stimpacks verballern, wenn ich auch Fleisch habe. Fleisch, Fleisch, Gemüse, Gemüse. Nee, aber das ist ja wirklich schwachsinnig, dann alles. Dann, ja, ich sag jetzt mal zu vergeuden. Ja. Was ist das? Eine Dose. Eine Dose, die ist wirklich gut. Diamond City. Ist hier noch irgendwie was Schönes, was man plündern kann? Wo einer keinen die Hände abhackt für. Das ist nur so ein. Karohemd brauche ich nicht. Was ist das? Kronkorken. Kronkorken, na? Okay. Okay, hier oben ist nichts. Hätte da sein können, dass da irgendwie was rumliegt, was wir eventuell aufheben könnten. So. Guten Abend. Okay. Ja, wir sind jetzt erstmal wieder in Sicherheit. Wenn ich das hier so sehe. Ah, haben sie cool. Ey, echt, das sieht echt nice aus hier. So eine Stellungnahme da, so einen ganzen Krimskrams. So, wir gehen natürlich jetzt nach Diamond City in Stadtgern zurück. Die Detektei,
Detektei Valentine wird vom Privatdetektiv Nick Valentine geleitet, der über die Jahre hinweg schon zahlreichen Bewohnern von Diamond City geholfen hat. Ja, Katalognummer 2700, bla bla. Aufgrund der für Schrofflinten charakteristischen. Weiß ich nicht weiter. Oh, Mizi! Hallo, Mizi! Hallo! Da kommt meine Mizi. Aber na gut, Freunde, ich werde jetzt Feier machen. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß hier bei den Let's Play von Let's Play, würde ich sagen. Vom Fallout 4. Ja, ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen werden, wenn ich Fallout 4 weiterspiele. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine angenehme Woche. Bleibt anständig und ich sage dann mal bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Euer 4 für Fun. Ciao.